Hier sind Sue und Kevin. Die beiden sind schwer verliebt. Und Betty muss sie beschützen. Aber sie versteckt sich selbst vor jemandem. Oh, da sind sie ja. Hast du eine Ahnung, wie glücklich ich war, als ich dieses Kleid sah? Ich werde die Coolste auf der Party sein. Wartet, bitte Hilfe. Dieser Verrückte verfolgt mich. Betty, Betty, mein Schatz. Oh nein. Oh, warte, ich habe mir etwas ausgedacht. Darf ich vorstellen, das Kardashian-Double. Hast du Betty gesehen? Sie war dort. Dort. Genau dort. Danke, meine Retter. Oh, es ist Zeit für eure Stunde. Oh nein. Kevin hat in der Bibliothek etwas Interessantes gesehen. Als er und Sue Kinder waren, haben sie gerne Verstecken nach Millionären gespielt. Und jetzt sind sie verliebt und verstecken sich nicht mehr voreinander. Oh, wie ich euch bewundere. Mrs. Loserini mag keinen Lärm im Unterricht. Hey, hört auf zu reden. Wie kann ich Betty finden? Hör auf. Was? Betty hat vor kurzem mit Justin Bieber Schluss gemacht. Ihr Herz ist gebrochen. Jetzt reicht's. Wie schade, dass die Gefühle so zerrissen sind. Die Tränen fließen in Strömen. Jemand muss die Lautstärke runterdrehen. Frau Loserini ist außer sich. Stopp! Na gut, wir helfen dir, Betty zurückzugewinnen. Okay? Die Wutanzeige ist normal. Okay, das war's. Puh. Ups, ein gefährlicher Moment. Aber der geschickte Kev hat die Vase gefangen. Toll, gut gemacht. Jetzt geht die Lehrerin aber doch ab. Ah, bitte nicht. Ah, verschwinde von hier, Verrückter. Um kein Verlierer zu sein, musst du. Mrs. Loserini träumt von ihrem Schwarm. Würde er sie wirklich küssen? Die schlafende Schönheit ist aufgewacht. Schon wieder diese lauten Schüler. Jetzt sind sie so weit auseinander. Aber die treue Wächterin wird Kevin helfen, mit seiner Geliebten Sue zu kommunizieren. Selbst wenn sie dafür um den Globus fliegen muss. Toll, die Nachricht ist angekommen. Oh, das ist so süß. Kevin ist ein hübscher Mann. Soll ich seinem Beispiel folgen? Jamie hat auch sein eigenes Liebesflugzeug. Was zur Hölle? Nein, nein. Es ist für Betty. Betty will in den Urlaub fliegen. Und Sue ist auf ihrer Seite. Also gut, ich gebe auf. Jamies Herz ist in Stücke zerbrochen. Oh, werden wir ihm helfen, Beth zu erobern? Bitte, bitte. Der arme Romeo ist hysterisch. Sue wird sich um dich kümmern und ich gehe. Okay. Tschüss. Fangen wir mit der Umgestaltung der Garderobe an. Oh, oh, oh. Sue hat etwas vergessen. So, wir müssen Klamotten korrekt aussuchen. Ja, das perfekte Kleid, das bestimmt nicht unbemerkt bleibt. Ups, mein Fehler. Ich bringe es gleich in Ordnung. Wir nehmen alles. Wow, was für ein stylischer Typ.
BTS, Wahnsinn! Werden wir TikToks drehen? Sue weiß, wie man die Bewertung erhöht. Ich bin cool! Oh, ein großer Erfolg! Betty fährt in den Urlaub. Wer weiß? Weiß oder weiß? Beides. Richtige Wahl. Das war's. Komm schon, geh zu ihr. So aufregend. Oh. Hi, Baby. Cooler Spruch vom BTS-Superfan. Was zum... Ich liebe Blackpink. Und schau mal hier. In diesem Spind befindet sich ein ganzes Museum. Was soll ich tun? Was? Ich weiß es nicht. Tschüss. Du hast mich reingelegt. Hey, geh nicht weg. Was hat Kevin vor? Lass uns gehen und nachsehen. Wow. Ja, das ist alles meins. Und da ist auch noch einer. So, was für ein Stil. Probieren wir mal diese Option. Und diese hier. Obwohl, nein. Das ist perfekt. Was für ein cooler, reicher Junge. Du siehst toll aus. Aber der Stock des Millionärs fehlt. Fang ihn auf. Oh ja, ich bin endlich reich. Es ist Zeit zu handeln. Jamie geht in die Offensive. Wow, Betty verzehrt sich nach Tom. Oh nein, nein. Du schon wieder. Hör auf, mir zu folgen. Wir brauchen etwas anderes. Was denn? Was ist denn hier los? Jamie hat beschlossen, Beth mit Leckereien zu gewinnen. Kluger Schachzug. Bitte. Oh. Alles sieht so lecker aus, aber... Nein. Betty achtet auf ihre Figur und isst nach 6 Uhr nichts mehr. Was also tun? Tolle Zeitmaschine. Ob du nun willst oder nicht, du musst essen. Betty hatte früher auch so viel Spaß. Und Jamie ist in vollem Schwung. Er gibt Geld aus, als wäre es endlos. Oh, das ist nicht genug. Hey, wo willst du denn hin? Zum Teufel. Allen außer dem Wächter hat es gefallen. Und dann wurde mir klar, dass... Hey, nichts geht mehr. Wo soll ich nach ihr suchen? Beruhige dich. Wir werden uns jetzt entscheiden. Also. Ja, sie weiß, was zu tun ist. Nun, sie ist auf Hawaii. Wie bitte? Hawaii? Aber das ist so weit weg. Beruhige dich. Die Tickets sind da. Jamie fliegt, um seine Liebe zu treffen. Betty weiß nicht, dass sie eine Überraschung erleben wird. Was denn? Und da ist er. Ich muss mich in mich selbst zurückziehen. Wieder versagt. Und dann habe ich beschlossen, was ist los? Jamie, warum wirfst du mit Sachen? Stimmt etwas nicht? Das ist alles eure Schuld. Ihr habt mich wie einen Clown angezogen. Er ist kein Millionär mehr und er ist kein Modefan. So ist es besser. Was ist denn mit ihm los? Ich weiß es nicht.
Der beleidigte Bräutigam erinnerte sich, wer ihm helfen würde. Er muss dringend Bob Rich anrufen, den superreichen Typen aus dem Tum-Tum-Universum. Sehr lecker! Ist das für mich? Millionär Bob hat seine Tochter mit einem Geschenk erfreut. Komm schon, toll. Er hatte sich doch auch noch mit Kevin angefreundet. Ich möchte euch jemanden vorstellen. Wow, Jamie ist jetzt Mr. Richs persönlicher Sicherheitsmann. Beeindruckend. Wer ist er jetzt? Du bist unrealistisch cool. Jamie hat es geschafft. Das ist mein Sicherheitsmann. Oh, und Mrs. Loserini ist auch hier. Und genauso das Objekt ihrer Begierde. Toller Kaffee. Oh, hallo. Es scheint, als wäre sie hin und weg gewesen. Leute, rettet mich! Detektiv Loserini auf der Suche nach Crush. Ein Lehrer ist gut, aber zwei sind besser. Nein, wir haben genug. Verlasst mich nicht. Du kannst nicht vor der Liebe weglaufen.